So, wir machen uns weiter Feinde. Immer weiter. Ist halt kein Rocket League, Luigi. So. Coops Großstadtfieber. M. Franke! Coops Großstadtfieber. Oh nein, ich hasse die Strecke schon im Standard. Nicht viel geändert. Also ich würde sagen, nach den vier machen wir nochmal eine kurze Pause und danach können wir nochmal in Ruhe 300, oder? Ja, mit freier Auswahl von den Strecken. Genau, weil ich könnte mich echt nochmal auf Toilette gehen. Yep. Puh, ein bisschen Pause. Schadet auch nicht, um danach wieder ein bisschen besser zu fahren, glaube ich. Im Frank ist 100? Bist du sicher? Ja, natürlich. Nochmal in Ruhe, alle 300. In Ruhe. Das Lachen nochmal. Ja. Diese Zacken. Das ist aber aus dem Lied. Wen habe ich alles weggehupt? Hände hoch. Mich. Arsch. Yeah! Oh Gott, jetzt bin ich verloren. Ich meine Hand hoch. Die scheiß Pinnen. Marco kriegt doppelt. Nur doppelte Penetration, das Beste. Penetration. Ja. Arsch! Ich dachte, es passt. Ich dachte, es passt. Wow. 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 Was will diese kleine Fotze? Ich komme mir vor wie im Space Center. Hauptsache, ich krieg einen Ballet wieder als Zweiter. Ist es so weit zurück vom Ersten? Der Detsch ist irgendwie so weit vorne. Warum? Jetzt bin ich auch schon wieder so nah dran an ihm. Da kriege ich eine rote. Ja, ich fahre wie der letzte Behinderte. Wow. Ich bin aber trotzdem Fünfter. Das war aber echt knapp eben. Boah, das war knapp. Da wird der Dwayne mich loben. Oder, Dwayne? Bitte, Dwayne. Ich möchte Dwayne-isches Lob. Nicht nur Jod. Dwayne interessiert. Dwayne interessiert es eigentlich. Na, herrscht auch wieder. Der Edge hat keinen Schutz. Das Beste ist, pro Runde falle ich immer weiter zurück. Der Detsch hat mich runtergedetscht, der Wichser. Der Detsch hat mich runtergedetscht. Boah, ernsthaft? Die Rakete ist runtergefallen. Ich bin nur noch Vierter? Wie kommt das denn? Hä, wer ist denn Erster? Wer ist denn Erster, wenn ich nicht Erster bin? Wow. Nee, aber echt, da bin ich eben voll durchgereicht worden. Walmart-Volatoren sind 1 CCM. The Kajit, easy map. Franke, wir können auch alle Strecken auf 1 Kubik fahren und direkt danach kann ich zur Schule gehen. Ich muss das wirklich, na gut, ausnahmsweise. Hast du gut gemacht, Meta. Toller Willi, das ist echt so, der fährt einfach runter. M. Frankes Puppenstube, mal gucken, wie es bei ihm so aussieht in seinem Kinderzimmer, oder? Das ist chaotisch, würde ich sagen. Die Musik war VHS Head Mutant Knights. Ich habe einfach Mutant Ninja Turtles gelesen. Es war viel, viel länger. Ja, aber kommt schön von dem einen Wort. Es kommt immer im Mutant vor. Aber großen Respekt, dass Otis das so lange durchhält hier. Er hat das Spiel dann noch nicht so lang. Mhm. Immerhin schon ein Punkt. Bei der Strecke kann das jeder verzeihen. Ja, die Strecke, die ist absoluter Horror. Also die von eben. Ja. Ich könnte jetzt sagen, willst du Otis oben sehen, musst du die Tabelle drehen, aber so gemein bin ich nicht. Toll. Nein, ich mag Otis voll. Otis ist voll cool. Damn. Wow, hast du das zu Hause auf deiner eigenen Geige aufgenommen, oder was? Das ist aus, wo ist das eigentlich her?
Das ist aus. Ja, Super Mario 3D World, glaube ich. So geil. Ja, das ist aus. Wow! Ich bin mir sicher. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Yoshi's Volleyball war oder der Super Mario World, wie das heißt. Ernsthaft, ich bin gegen die Kette? Ja. Tut auch weh. Aber ich bin extra in das schwächste Glied der Kette. Alter, dieser scheiß Sprung um. Wow, ich fall gleich runter. Detsch, du dummes... Ich. Jetzt nimmt man mir auch noch mein Kästchen. Oh, ihr seid so gemein. Was ist das Ding, was um... Alter. Ernsthaft, wie soll man da durchkommen, Ray? Gar nicht. Gar nicht. Ja, ist schön gefahren zu haben. Ich wollte so viele tolle Sachen machen auf der Strecke, dann ist das Spiel mal abgestürzt, habe ich eine gesagt, so scheiß drauf. Jetzt mach ich ja Riesenkugel. Aber ist ohne Scheiß... Wow. Ich häng fest. Wow. So, genau so stelle ich mir auch die Puppenstube von M. Franke vor. Ja, das stimmt. Ne? So richtig dunkel und mit rotem Himmel draußen. So richtig so einsam ohne Freunde so ein Zimmer. Wow, was war das für ein Finish, ey. Komm ich da noch durch? Eben. Alter, beim Satz, ich krauchel da lang wie so ein Krauchelmann. Ich zeig gleich mit Marco ins Ziel gekommen, bin trotzdem irgendwie noch ernster. Die kleinste Violine der Welt. Genau, 3D World war das, ja. Stimmt. Ich räum das nicht auf, sagt Franke. Musst du aber. Ich räum das nicht auf. Ich bin auf jeden Fall gleich nochmal Toads Autobahn in 300. Mal gucken, wer die Musik von der nächsten Strecke errät. Der ist gut. Wow, Meter, unterste Schublade. Nee, ich hab noch eine andere, noch tiefer. Super Schlenko Subway. Denn im Boden eingelassen oder wo ist die? Ja, ich kann den Boden aufmachen, da kann ich noch eine Treppe runtergehen, da sind noch mehr Schubladen. So, noch im Keller, ja? Ja, ja. Ich brauch das für meine ganzen Klamotten. Die sind ja auch unterste Schublade. Der war gut, ja, der war gut, ja. Eben, ey. Wie gesagt, bin mal gespannt, ob die nächste Musik erraten werden kann. Die hier? Kenner kennen die. Also ich kann es jetzt auch nicht so lange, aber... Okay, bis jetzt kennst du nicht. GG, Ray. Danke. Wofür denn? Ich kenn die Strecken ja alle schon, ich habe ja Vorteile. Nein, für deinen Spruch, du Dödel. Och, hat nicht der Mühe wert, also. Die Bahn! Ah! Die ist einfach verschwunden! Ah, das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Geisterbahn. Ist ja unglaublich. Ja. Oh wait, du dummes Stück Trötenaffe! Wow. Ich hasse dich, beleidige dich, ich mag dich nicht. Ja. Ich hab immer wieder so ein blödes scheiß Hühnchen in der alten Box geschmeckt. Nice! Ich bin hinter Otis. Ah, die sind alle in die Absperrung! Nice! Das war bestimmt der Detsch jetzt. Ja, du bist Spaß! Das ist halt echt unfair, wenn man das nicht weiß. Oh, Maus, was passiert mit diesem scheiß Zug hier bitte? Ey, ich wollte Vasco mit dem Stern rammen, aber der war einfach komplett auf dem Kies am Rand. Ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Ich hasse diese Strecke hier so sehr. Boah, Luigi, du hast mir mein Kästchen geklaut. Du Wesen. Ich hab den dann schon vorne platt gemacht, dass du mich reingefahren hast im Boot. Das war gut, ey. Wow! Wow, der Geist hat meine Rote kaputt gemacht, die viel Detsch war.
Hauptsache, es kommt kein Zug mehr hier im Rad. Nein. Ich hab mich selbst abgeschossen. Fuck, Meter! Du fährst wie... Boah, das wow, war das war cool. Knapp. Dench, was machst du denn da? Wieso hat Dench mich noch überholt? Das ist unmöglich. Das sind aber keine deutschen Züge. Nee, viel zu schnell. Ja, der Luigi, der fährt die ganze Zeit in die Absperrung, der lernt da nicht draus. Er ist einfach so doof. Niemand die Musik erraten? Nee. Die hätte ich dir doch schon mal gesagt, oder? Nee. Von Earthbound, dieser... Ach, Endboss. Earthbound. Ja, habe ich nie gespielt. Ja. All freaky, der Boss für die damalige Zeit vor allem auch. Kam halt nie in Deutschland raus, ne? Kam ja erst ja. Wie Wii U war das, glaube ich, das erste Mal, ne? Ja. Mit der Mother oder wie sie es umbenannt haben, keine Ahnung. Genau. Ihr kennt es jetzt, bei Walker, die gibt es keine Absperrung. Ja, das stimmt. Oh, gleich gibt es 300. Für die, oh, ja, die es bis jetzt ausgehalten haben. 300 Kubik. 300 Kubik Metro City. Gibt's gar nicht. Was? Wie heißt die? Die Großstadtfieber da. Cooper Großstadtfieber, ja. Coops Großstadtfieber. Ich wechsle mal auf mobil. Alles klar, Sam. Ich bin dafür, dass der letzte Platz mehr blaue Panzer bekommt. Friss. Meinst du mich? Nein. Nee, wer anders. Irgendwer. Ich schmeiß einfach eine grüne eine Menge. Friss. Oh, hat schon. Oh, nein! Haha, wer schießt denn da? Wow, ich bin fast in meine eigene Rote gefahren. Der Marco zieht wieder ab. Ja, ne? Ja. Hat hart trainiert, der Junge. Blue Shell! Wow, aber nicht auf mich hier. Nee, du bist ja auch nicht Erster. Die Booster, ey. Oh wow, voll die Banane von Marco. Nein! Ich war gerade so schön vorbei am dicken Grey. Ah, Marco! So ein Arschloch. Oh, niemand getroffen, ärgerlich. Ja, ich hab Marco noch bekommen. Wup, 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 wudi, wup, wupidi, wup. Jetzt zieht er ab, ey. Jojo. Diese Werwerf-Millionär-Musik, ey. Das passt so gut. Tüte O'Cooper, 10. War Marco und Marco übrigens, ne? Die haben im Team gespielt. Ah, stimmt. War Marco ist ja auch drin. Warum bin ich so tief? Das gefällt mir gar nicht. Ist sehr tief gesunken, tut mir leid. War, ja. Ich muss gucken, dass gleich mein Mikro wieder geht nach der Pause. Ja, 5 Minuten wieder, oder? Naja, das passt. Nächstes Mal den Zong-Sound auf Platz 4. Ha!